SWF 3 Popshop. Popshop mit Anke Engelke und Gästen. Yeah. Man nennt sich nicht zuerst, das war schon mal ein schlechter Einstieg. Gut, fangen wir nochmal an. Wir singen okay. Das Jingle zusammen. SWF 3 Popshop mit den Fantastischen Vier. Und Anke Einfacher. Ich habe ja für euch Michael gesprochen. Michael Einfacher. Ich habe die Michael-Tasse, die Michael-Kaffeetasse. Musik ab. Ja. Der Tag fängt an. Und dann machst du dich. Wo geht's lang? Was will ich? Was mach ich jetzt? Wie fang ich an? Und voller Tatendrang machst du die Augen auf. Mach sie auf, mach die Augen auf. Und dann sagst du mal, oh Mann, was ich machen kann, kann ich machen. Du wirst lachen. So einfach sind die Sachen zu betrachten. Und ich weiß, dass du weißt, du kannst es machen. Denn die 24 Stunden sind die Zeit, die du hast. Sind ja befreit vom Ballast und die Zufriedenheit verbrachst. An wen? Egal wen. Was den? Nein, egal an wen. Was? Dir ist egal, wenn sich die Leute auf die Nerven gehen. Denn du bist locker cool wie eine Beruhigungstablette. Und nicht wie der Typ, der hupt, weil du nicht fährst, wie er gern hätte. Die Musik ist ihm zu laut, weil er aus dem Fenster schaut. Doch diese Tage ist deine Party, die dir keiner da versaut. Du bist der Chef auf deinem Fest. Du bist der Boss, du bist der Held. Was kümmert dich der Rest? Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Die Nacht ist um und stumm. Denkst du dir, was kommt rum, wenn ich rumme? Wenn ich ab, dann frage, nehm ich mir das krumm. Du machst die Augen auf, mach sie auf, mach die Augen auf. Und dann fragst du mal, oh Mann, ob ich das auch so machen kann. Kann ich sein wie die anderen? Muss ich wie die anderen sein? Oder muss ich alleine wandern? Gibt es eine Antwort? Nein, ich schaue in dich allein hinein und plötzlich wird es still. Hey, ich weiß, was ich bin und ich muss machen, was ich will. Wann jetzt, Mann? Wann jetzt? Richtig, denn du sagst, ich kann. Alles andere ist nicht wichtig, jetzt kommt es auf dich an. Denn du brauchst sie zu vergleichen, denn was gibt's schon zu erreichen? Lass die Zeit deines Lebens nicht nur einfach so verstreichen, sonst verschwindet sie. Ist weg, kommt nicht wieder, ist um Zweck. Ohne Sinn und ohne Zweck. Drei, wie ein ungedachter Scheck. Egal, was der Mensch von gegenüber von dir hält, da stehst du drüber. Warum? Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Du bist so geil. Du bist so geil. Du bist so geil für diese Welt. Mit der Schminke, mit der Klinke drück die Tür. Drück sie auf, mach die Türe auf, stoß sie auf. Zack, bei dir ist alles im Alles, im Alles, im Alles im Lack. Bei dir geht's ab und du sagst, Mann, oh Mann, sieh mal an, was ich so alles machen kann. Ist alles, was ich kann, ist alles, Mann. Denn du fühlst, was du willst, weißt, was du willst. Tief in dir drin, kommt dir in den Sinn. Jetzt weiß ich, was ich bin. Ich bin zu geil, du bist zu was? Ich bin zu geil, wie viel zu geil? Na, viel zu geil. Für was zu geil? Zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, ich bin zu was? Du bist zu geil, wie viel zu geil? Na, viel zu geil. Für was zu geil? Zu geil für diese Welt. Du weißt, ich weiß, du lebst dein Leben nur einmal, nur einmal, nur einmal. Es ist egal, was andere sagen. Hey, du hast die Wahl. Du bist der Star in deinem Film. Deine Geschichte ist wahr. Der Film heißt Leben und in deinem Leben bist du der Star. Du drehst den Film dein Leben trotzdem nur einmal an. Du bist der Stellung, Regisseur, der Kampf. Und du bist ganz nah bei dir. Und du machst, was dir gefällt. Ich schätze mal, du bist hier wir zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. They got no show, so I'ma grab the mic, flip a strip, believe the stun. Buckshot's the one that gets the dog run. Mic check, I get paid to wreck your set. Get ready to check, cause I'm a threat to your fret. No host bar, incomplete move fakers. Best to play the back of watch a girl, I might take her. If she's a crab, I'ma just select.
then slide. If she try to rip, I got my Smith on my side. Word to God, here I come to make way. Rugged and rough, killing your set every day. Microphone check, 1, 2, here we go. And I'ma let you know who got the flow. Spitting my verbs like an automatic weapon. Suckers keep stepping, cause I'ma let you know. I played them like a hippie from the 60s, but I'ma get paid from the 90s. Quick to play your little rascal out, lights, time to get the flavor. With my lightsaber techniques, guaranteed to move freaks, and I'll go on for weeks. Maybe years, if my peers give me ears to fill. Nigga, for shot and act ill, fall late and chill. Say I paid my dues, now you can't tell me nothing. This is dedicated to the ones who kept frontin'. The ones who try to diss and pose high, oh no. Just cause you had low, see now I got dough. And I'm paid out my rectum, meaning my backbone. Grab the mic, flip a mad script to your dome. Suckers, I kick them like Taekwondo. Yes and low, from head to toe, to let you know. Who got the power? Who got the power? My best team, evil team. Must keep you dozing into the stage of the buckshot shorty. Son, pass the boom, keep a top on a 40. Never, ever, ever get played. Kill that, bust a mad cap in your back, cause I'm all that straight from Brooklyn. Better known as Brooklyn, E-loop the hookin', your whole beat's cookin'. Must take charge, bro, God, I'm the man. Bust my plan and feeds back on my fan. Must I cruise, pay dues, I never lose when I break on fools. Wake up, you don't snooze. Bust the move, I get smooth like Roadie. Like the four horsemen, yeah, you know me. Boomer like a speaker with my $100 sneakers. Baggy black jeans, knapsack, and my beeper. Keep a fresh cut, never see me with a busted flow. And I'ma let you know. Ja, guten Tag. Ja. Guten Tag, hier ist SWF3, Anke und die Fantastischen Vier machen jetzt Programm. Anke, bitteschön. Nee, ihr wolltet doch die Fragen stellen. Wir? Anke, wie bist du zu dem Job gekommen? Also, ich habe die Kurzfassung oder die lange? Stunden also später? Kurz, nee, so ganz schnell. Kurze. Über die Straße gegangen, ins Radio rein, reingesetzt, in das Radio. Super, ah ja. Mhm. Und sag mal, stimmt es, dass ihr eine neue Platte habt, die am 8.11. käuflich zu erwerben ist, so in so manchem gut sortierten Plattenladen? So ist es. Gut, dass du das gerade sagst. Ja, die vierte Dimension wird die heißen, die Platte. Wir werden danach sicherlich, wir haben ja gerade schon die erste Single draus gehört, zu geil für diese Welt. Das Stück, was gerade vor diesem englischen Stückchen kam, das englische war von Smooth, hier, der Meister, Black Moon. Ja, Black Moon heißen die. Who got the props? Mensch, so. Aber ihr werdet dieses Ding alles nie wieder in der Form hören, weil das hier quasi vor Ort verfremdet wird, live und aktuell. Denn der Mann sitzt an zwei Geräten. Ja, sie sehen nicht so aus, wie unsere Plattenspieler sind. Einfach, siehst du? Sowas kann man halt machen lassen. QED haben wir hiermit bewiesen. Die vierte Dimension, habe ich ausgiebig gehört, ist eine komplett andere Sache, finde ich, als das, was davor kam. Das meinen viele zu glauben, doch wenn ich ehrlich bin, von der Message her ist es irgendwie schon noch irgendwie das Gleiche. Es ist nach wie vor, die vierte Dimension ist ähnlich wie viel gewinnt und ähnlich auch wie jetzt geht's ab, immer noch von der Message her. Positiv. Das Hochhalten, das Predigen des freien Individuums war schon immer unsere Nummer. Bei Jetzt geht's ab, hat sich das dann mehr so durch naive Partytexte geäußert. In Viel gewinnt wurde das natürlich mal von Dieter und Saft abgesehen, von den Singles abgesehen. Zum Beispiel Lass die Sonne rein und es wird Regen geben oder individuell aber schnell manifestiert und jetzt endgültig ausformuliert in philosophischen Themen, Termen, Termini und Titeln und Vokalakrobatik auf dem Album Die vierte Dimension. Ich hätte auch eher gesagt, ist wie Lass die Sonne rein, nur mit noch sphärischeren Klängen. Ja. Und da schwebt es unglaublich. Das schwebt alles irgendwo. Es ist vierdimensional. Nein, das schwebt nicht nur. Thomas, bitte. Ja, danke. Michael?
Also wir sind auch musikalisch, haben eine größere Bandbreite bekommen. Mhm. Das zeigt sich ja gerade in so Titeln wie eben Tag am Meer auf der einen Seite, ein ganz softes, auch sehr tranziges Stück. Und dann eben Genug ist genug, was schon eben sehr in die Hardcore-Ecke geht. Also es ist mit Alles ist neu. Auch ein sehr schönes Stück, ja? Tja, wir werden noch ein paar Stücke hören heute, liebe Hörer. Da ist auch viel drin. Das ist also einfach eine Platte, die man, glaube ich, auch die durch die größere Bandbreite auch viel länger am Hörerohr dann oder im Hörerkopf auch bleiben wird. Mhm. Gerade weil du hast ein Stück für das Feeling und für die Gefühle kannst du das auflegen und so. Und die Platte zusammen, die Musik mit den Texten zusammen, gibt ja auch dieses Gefühl rüber. Also es kommt nicht nur über das Verstehen der Texte oder über das Hören der Musik, sondern beides zusammen bildet so eine Einheit. Tatsache ist aber doch, da können die können sämtliche Orangensafthersteller und sonstige Leute, die können bei euch nichts mehr finden. Also da, diese Party-Disco-Teile sind nicht mehr drin, was den Sound, was die Musik angeht. Ne? Da ist kein Happy Feeling. Da ist diese Melodie im Moment, keine Pfeife mehr zu hören und nichts, was man mitsingen, das werden einige Menschen natürlich sehr schnell können und mitsummen und mitsprechen. Das wird funktionieren, aber diese Disco-Tauglichkeit und so, die ist nicht mehr zu finden. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also ich finde, zu geil für diese Welt war im Prinzip schon ein ganz guter Hinbringer auf die neue Platte, weil es ist was Hockiges, es ist etwas Fröhliches und es ist auch vierdimensional. Mhm. Diese Vierdimensionalität, sprich dese stark gefühlsbetonte, gefühlsschwangere und gleichzeitig sphärische, war immer im Prinzip die Grundmaxime einer jeden Produktion für jedes einzelne Stück. Und wir hören nachher noch ein Lied zum Beispiel, was auch echt klubbig ist. Es ist halt Bestandteil dieser weiteren Bandbreite, dass es eben auch etwas weniger klubbige Sachen gibt, dafür eben aber auch ein paar andere Sachen, die vorher so nicht dabei waren. Das ich würde auch sagen, es ist einfach, wenn ich auch mal mich einklinge. Bitte jetzt. Wir sind auch einfach ein bisschen besser geworden, indem wir seit jetzt 4 oder 5 Jahre professionell, das sind die Mandarinen, ihr Dinger, gibt's erst Weihnachten. Betreiben, da lernt man dann eben auch seine Geräte besser zu beherrschen und noch besser mit den Worten umzugehen. Das ist einfach ein bisschen gereifter. Mhm. Ja, aber die Intention ist immer noch nach wie vor dieselbe. Okay. Wobei das Wort reif finde ich genauso schrecklich wie das Wort frech zum Beispiel. Oder reifer und erwachsener. Und schon Erwachsener ist auch kein guter Spruch. Nee, es ist einfach ein weiteres Album. Ich rede laut und sage gar nichts. Ein Titel aus dem neuen Album, viel Spaß damit. Rein reden, nichts sagen. Wir haben uns lange nicht gesehen, ja, ob ich dich noch kenne. Na klar, ich weiß noch, wie es war in den alten Tagen, aber eigentlich kannten wir uns nur vom guten Tag sagen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, tust du wie mein bester Freund. Doch hinter meinem Rücken wird dann mit mir aufgeräumt. Denn du redest und redest viel zu viel und ohne Rast über all die super Sachen, die du gerade laufen hast. Deine Art ist mir zu Hause, tust mir schön ins Gesicht, nur auf den eigenen Vorteil erwähnt. Der Rest kümmert dich nicht. Ich war noch nie dein Freund und hab dir nie vertraut. Dann tolle Ding, mach ruhig alleine, du redest mir zu laut. Du redest laut, du sagst gar nichts. Du sagst gar nichts. Gehört und du hast von mir gelesen und bist ein, zweimal auf einer Show von uns gewesen. Du machst selber auch Musik und du hast deine eigene Gruppe. Die Rubrik ist die gleiche, du machst deutsche Hip-Hop-Bucke und schwupps, kommt die Presse mit gerechtem Interesse. Warum hat sie das? Und woher hat sie die Adresse? Fragen dies, fragen das und die Ziele sagt was, mach dich nass, so was das, das ist krass. Du zeichnest Fingern auf die anderen, aber such's noch. Du willst dich nicht mit uns vergleichen, aber tu's doch. Stell dich auf deinen eigenen Stuhl, damit du andere überragst. Vielleicht redest du zu laut, doch du sagst, du redest laut, du sagst gar nichts. Du sagst gar nichts, du sagst gar nichts, du redest doch, du sagst gar nichts, du sagst gar nichts, du sagst gar nichts. Moment mal, ja genau, ich kenne dich aus dem Radio, ich kenne dich aus dem TV, da bist doch der, der sagt, dass er alles gut gemacht, da bist doch der, der sagt, dass er alles unter Kontrolle hat. Ich kenne deine Sprüche, deine Reden, dein Gesicht, doch als einen Mensch der Tat kenne ich dich leider nicht. Ich höre deine Worte und ich sehe, was passiert, doch das Chaos ist der König, der das Land regiert. Woran liegt es, dass die Dummheit jeder aufmarschiert und der Bürger seinen Blick für die Realität verliert? Jetzt weißt du keinen Ausweg mehr, wenn man nicht nach der Lösung fragt, denn du hast so laut geredet, aber nichts gesagt. Du redest laut, du sagst gar nichts. Du sagst gar nichts. Du sagst.
gar nichts. Du redest laut. Du sagst gar nichts. Du sagst gar nichts. Du sagst gar nichts. Wir sind noch nicht so weit, oder? Doch, wir sind da. Wir sind jetzt da. Sind wir wieder mittendrin da. Wieder. So siehst du, ja, da ist auch was für die Disco. Ja, hast recht. Dann wiederum habe ich, was ist das zweite Stück auf der LP? Das zweite Stück, das Titelstück sein, die vierte Dimension, ein Stück, das Andi gemacht hat, instrumental. Ja. Ziemlich. Also das ist so, das, ich komme nochmal zurück, das schwebt. Das ja, ist das schwebt auch ziemlich. Das musst du ohne Licht, oder ich weiß nicht, wie stellt ihr euch das live vor? Wie ohne Licht oder buntes Licht. Wir werden live eher einiges dazu stellen. Wir werden mit Live-Drummer unterwegs sein, weil wir haben jetzt nach 5 Jahren so mit dem Dat unterwegs gedacht, jetzt muss man einen Tapetenwechsel auf die Bühne. Und außerdem wollen wir auch eine weitere Dimension auf die Bühne bringen. Ja. Das wird nicht nur durch die Ergänzung als Love-Drummer sein, sondern auch daraus die Stimme bricht. Ja, aber ich bin trotzdem hoch motiviert, hier meinen Senf dazu zu geben. Dazu werden wir alles von Samplern spielen, das heißt keine Musik mehr zur Konserve, sondern frei arrangierbar auf das Geschehen abstimmbar, also auf die, wir können umarrangieren, wir können, genau, wir können. Das heißt, bei euch nicht kein Blatt Papier auf dem Boden, wie bei den anderen Musikern, wo die Stücke rein. Doch, das schon, aber wir können die Stücke in sich verändern. Okay. Also es wird anders sein wie auf der Platte. Das ist etwas, eine weitere Dimension, die man quasi der Platte gegenüber bieten kann. Wir können die Arrangements oft machen, wir können gewisse Dinge zusammenschließen, weil wir die Samples eben runtertippeln sozusagen vom Sampler und nicht mehr an die feste Aufnahme auf dem DAT gebunden sind. Obendrein werden wir noch. Filmvorführungen während der Show. Du glaubst dir. Und Quattro Sounds haben wir auch noch, aber das ist ja alles mehr so am Rande erwähnt. Ja, du kannst auch das schwebende Erlebnis auch dann in den Raum, in die dritte Dimension sozusagen übertragen. Vergleich mit dem THX-System von Jurassic Park zum Beispiel. Kann ich nicht einfach auf euer Konzert gehen und ein bisschen eine gute Zeit haben? Du wirst hören, dass die Wellen von hinten über dich drüber rauschen und nach vorne gehen und dann wieder zurück und so Zeug. Und dazu Haifische auf der Videoleinwand und wir sind jetzt noch in der Ecke, die ein bisschen Musik. Wenn wir jetzt schon von der Tour reden, könnten wir eigentlich auch mal kurz verraten, wann wir wohl sind. Ja, klar. Ja, gut. Wer hat den Plan? Das muss aber aus dem Kopf sein. Ja, klar. Liebe Kinder, das geht nicht vorgetragen mit. Auswendig. Ich muss nur von der Universität immer so ein bisschen Papier in der Hand halten. Genau. Am 2.12. in Düsseldorf in der Philippshalle, Freunde, in der Siegerlandhalle gleich am 3.12. Ich glaube Dortmund, in die Westfalenhalle 2 liegt noch in seinem Gebiet. Ulm, Donauhalle, SDR3. In Ulm ist auch gut hier. Ach, die fahren doch hin, wo ihr sagt, wo sie hinfahren sollen. In Karlsruhe am 10.12. Wann sind wir in Ulm, bitte? Am 9.12. Ist gar nicht so gut rausgekommen. Entschuldigung. Am 11.12. in Freiburg in der Stadthalle. Am 15.12. in Trier in der Europahalle. 16.12. in Köln in E-Werk. Da sind wir übrigens heute Abend auch. Thomas, die meine Wenigkeit sind dort heute auf Rap gegen Rechts. Deswegen müssen wir nachher gleich weg und können nachher gar keinen Kaffee mehr zusammen trinken. In Kassel in der Messelhalle am 18.12. Kaffeehalle. Und zum fulminanten, furiosen Weihnachtsfest am 23.12. spielen wir in Stuttgart in einem kleinen Kreis in der Schleierhalle. Ja, aber frohes Fest, da könnt ihr ja gar. Vor Weihnachtszeit ist für euch quasi nicht drin. Da wird rumgefahren, im Bus sitzen und. Was hast du gesagt? Schlafen? Ist nicht. Schlafen? 3 Verben. Kann ich. Schlafen, zocken, sprechen, hey, das sind meine Hobbys. Das ist eine aus dem Smooth Songs und Geschäft aus. Ich das ist dann so mich, das Tourleben. Platte Sache. Ja, ganz genau. Mellow Mellow Ride On von Low Rel hat Massive mal ganz gemein gesampelt, aber hier ist das Original. Das ist schön, dass wir das hier hören können. Hier. Achtung, jetzt anhören. Okay. We'll be right back.
I'd like to take this time out just to say that I'm one of the few men in this world who appreciates a good lady today. You see, I consider myself a very lucky fellow to have a lady like I got. So sweet and so mellow. So full of love that I can't get enough of you. Which comes to show, it seems you always there. How much you mean to me. You work at it each day. Let me say, baby, you're mellow. Woman, you're so mellow. Right on. That's much more than my lover. With a big love, warm as a can of gift from mother. Knows what to do when I'm down, knows just what to say. Yeah, I'm not a fool. I can't let this get away. There are no words that mean. Sind wir soweit? Wir sind soweit. Mhm. Dann machen wir jetzt den Piep. Okay. 18.30 Uhr genau, SWF 3, Radiodienst Staus und Behinderungen. A1 Dortmund Richtung Euskirchen-Trier zwischen Kreuz Leverkusen-West und Kreuz Köln-West 15 Kilometer. A4 Olpe Richtung Aachen zwischen Kreuz Grömberg und Kreuz Köln-Süd 3 Kilometer. Im weiteren Verlauf zwischen Köln-Klettenberg und Kreuz Köln-West 4 Kilometer. Und dann mache ich die hier noch. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim West. 6 Kilometer. Smudo, was hast du? A81 Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Dreieck Leonberg und Stuttgart-Feuerbach. 2 Kilometer wegen hohem Verkehrsaufkommen, stockender Verkehr. Und dann habe ich hier die A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim. Hohes Verkehrsaufkommen, 3 Kilometer stockender Verkehr. Klischee-Stau. Ja, ich habe hier noch die A4 Köln Richtung Aachen zwischen Düren und Eschweiler, Weißweiler 1 Kilometer Stau. Und die A57 von Köln Richtung Neuss. Zwischen Köln-Ehrenfeld und Köln, zwischen Kreuz-Köln-Nord, also Köln-Ehrenfeld und Kreuz-Köln-Nord, 3 Kilometer Stau. Da gibt's dann noch die, egal welche, in der Gegenrichtung zwischen Köln-Worringen und Kreuz-Köln-Nord 2 Kilometer Stau und auf der A555, das ist fast schon eine Schnapszahl, zwischen Bonn und Richtung Köln, zwischen Gottorf und Verteiler Köln 4 Kilometer Stau durch so Berufsverkehr. Fast nur eine Schnapszahl. Ja, da kommt aber noch was. In der Peace. Schweiz staut sich auch. Und zwar Sielbruck Richtung Luzern zwischen Bar und Cham 3 Kilometer Stau.
Ja, wow, die erste Verkehrsdurchsage um das Leben. Was kommt jetzt? Oh Gott. Selector, give it to me. Ah, das ist ein geiler Song. Selector, give it to me. Selector. Give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot, Selector, like you never before. Trouble, give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot, Selector, like you never before. Yeah, yeah, yeah. The other night, approximately 10:44, I was sitting in my room, I heard knocking on my door. When I looked to see who was it, this girl from Baltimore. She said, the music nice, so she needed some more. I said, are you sure? She said, si, senor. Watch your my Selector, say, Kalina score. Selector, give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot, Selector, like you never before. Give it to me, Selector, give it to me. Don't give me a robot of Selector like you never before. Why? The music is nice, and the music is sweet, sweet, yeah. I said it's nice, nice, nice. I said it's sweeter than the sugar and it's sweeter than spice. Sweeter than the curry goat and the white rice. Sweeter than the Heineken upon the ice. When you hear it once, you have to scream for it twice. Why? Me say, give it to me, Selector, give it to me. Don't give me a robot. Like you never before. Trouble, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me a robot of Selector like you never before. The music is nice and the music is sweet. It make me move my hand and make me move my feet. It make me move my body and get in the heat. Jump up in the air and start skin my teeth. Just give it to me. Selector, give it to me. Don't give me a robot of Selector like you never before. Trouble, give it to me. Selector, give it to me. Robot of Selector like you never before. The music is sweet. Whoa, the music. Nice, nice, nice. I said it's nice, nice, nice. Sweeter than the sugar and it's sweeter than spice. Sweeter than the curry goat with dip on the ice. Sweeter than the curry goat with dip on the rice. When you hear it once, you have to scream for it. Why, Trouble, me say, give it to me. Selector, give it to me. Rubber, rubber, dub, selection like you never before. Trouble, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the rubber, dub, selection like you never before. Me just pick up the microphone in a female. And then hold the mic and ram up session. Rock them up in down with the mic in a man. Bubble up on the rhythm, go a couple furlong. Say to Mr. Dan, them call you Stallion. Anyway, you pass two session of a rabbit. Come a ram it up a woman, I'm a ram it up a man. Rock them up in dance, great chip on the mic stand. Now put down it and take up my weapon. And go round the place with no confusion. Come here, you take the whole leap of contention. Things like that to mash up feature than future plan. Next thing you know, me life in a desolation. What's better than cure? Nothing but prevention. But just give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot, don't select you like you never before. Trouble, give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot, don't select you like you ever before. Me up upon a girl and I play in her chest. Me ask her, you love screeches and she bar, yes. You love the rubber ducks and she holla out, yes. You love the gringo and she shout out, yes. She love how me kiss and love how me caress. And last night just see the play in her chest. Give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot ducks, Selector like you never before. I told you, give it to me, Selector, give it to me. Don't give me the robot ducks, Selector like you never before. Hold me tight and she pull up on me and I say, God Almighty, give me some salvation. Send me some help as fast as you can now. Here come the Dan with the mic in him. And I hold the microphone all night long. Bubble pon the rhythm, second pon the version. And everyone come and shake up me hand. I said, them want it in every island. So give it to me, Selector, give it to me. I'll give it a robot, them selection like you never before. The other night, approximately 10:44. I was sitting in my room, I heard knocking on my door. When I looked to see who was it, this girl from Baltimore. She said the music sweet and she needed some more. I said, are you sure? She said, si, senor. Watch your my Selector, take a dinner score. Selector, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot, don't select you like you never before. Oh God, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot, don't say, oh no, I hear something again. Give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot, don't select you like you never before. Oh God, give it to me. Selector, give it to me. Don't give me the robot, don't say, oh no, I hear something again. Ja, ja, ja.
Ja, da sind wir wieder. Ein schönes Lied auch gewesen, jetzt gerade hier von Dirthaus Marke live eingespielt. Das ist Helge, jetzt wieder über zu ja. Ja, der Moderation. Was mache ich jetzt hier mit? Das ist eine Schallfolie, die kannst du auf deinen Plattenspieler legen und dann ab dafür. Ah ja, schön. Da sind lauter Informationen drauf, über Tour und über die vierte Dimension. Die haben wir schon, ja. Das ist aber jetzt nur so, das war eigentlich mehr so inkognito. Ich finde es auch nicht gut, dass wir das jetzt über den Sender besprechen. Nee, das sollten wir eigentlich schon ausdiskutieren. Nee, komm, lass uns drüber sprechen. Ich bin Psychologe, also Hobbypsychologe. Ein schöner Beruf. Achso, Hobby. Klempner, ein Freund von mir ist Klempner. Ja, ist Klempner. Haben Sie diesen Witz erkannt, dann rufen Sie bitte jetzt nicht an. Sie können auch nichts gewinnen. Doch. Was? Eine Eintrittskarte für das Konzert in... Na, was ganz Schlimmes. Also wen mögt ihr überhaupt nicht? Wo würdet ihr jemanden hinschicken, den ihr nicht mögt? Zu wessen Konzert? Geht alle zu Helge Schneider, weil das war ein guter Mensch, der... Ja, aber da würde ich keinen hinschicken, den ich liebe, würde ich zu Helge Schneider. Ja, aber auch Leute, die du hast, schickst du zu Helge Schneider und danach kommen sie raus und sind wie verwandelt, genau. Richtig. Gut. Helge heilt jeden. Lass uns über die Sendung sprechen, die ich noch nie gesehen habe, also müsst ihr sie erklären. Sie heißt wie die Platte, aber dass die Titel gleich sind... Hat nichts zu sagen, habe ich das richtig verstanden? Nein, das ist nicht die Sendung mit Soundtrack oder Soundtrack in Sendung. Okay. Oder so. Ja, genau. Es handelt sich schon um zwei Dinge, die eigentlich unabhängig voneinander laufen, die aber trotzdem Übermittler unserer Gedanken sind. Entschuldigung, also so wie wir auf der Platte eben die Gedanken, die wir haben zur Positivität, zum Leben und überhaupt zu alledem und zu uns übermitteln, musikalisch und textlich, haben wir die vierte Dimension eigentlich als die optische Plattform. Da laufen Videos, dann kommen wieder wir, aber auch nicht wir als Stars oder so, sondern nur als Menschen eben, die Gedanken haben, die irgendwie abspacen kurz oder hier mal was erzählen oder ist hier mal nur einen Zwischenkommentar. Nein! Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil das hat ein Problem. Wir sind im Prinzip sehr stolz darauf, dass man nicht sagen kann, es ist so etwas wie hier, weil das gab es noch nicht. Es ist eine Mischung aus Flying Circus, Beavis und Butthead, Nonstop Nonsense und Plattenküche und MTV. Und Disco 72. Und der vierten Dimension. Also da wechseln sich bunte Videoclips ab mit bunten Philosophien, skurrilen Szenen. Man muss es gesehen haben, echt, das ist voll schwierig. Man könnte es noch in Begriffe packen wie assoziatives Channel-Hopping oder ein großer bunter Videoclip, aber das trifft alles nicht so. Zum einen ist es, wie Thomas vorhin schon richtig sagte, eine weitere Plattform für die vierte Dimension, die eigentlich allgegenwärtig ist. Ja, die vierte Dimension sozusagen ist Zentrum unseres kreativen Augustus und die verschiedenen Synapsen, sprich Verbindungsstellen nach außen in die dreidimensionale Welt sind Bühne, Platte und auch diese Sendung. So, und von demselben Mann werde ich euch jetzt etwas zitieren. Gesellschaft ist korrupt, es ist besser, kompromisslos zu bleiben und die Eitelkeit des öffentlichen Geschmacks zu verspotten. Zitat von Duchamp, oder wie er heißt. Duchamp, Marcel. Duchamp war der Typ Duchamp. Thomas hat auch schon vor den beiden Mann die Häusernamen von den französischen Häusern immer sehr interessant ausgesprochen. Ja klar, immer multikulturell bleiben, das ist wichtig. Hast du gesagt Caracalla, le terme Caracalla? Saint-Quentin war dabei, glaube ich. Saint-Quentin hast du vorhin gesagt. Marcel Duchamp ist ein guter Mann. Französischer Dadaist gewesen und der erste Konzeptkünstler, also von anderen Konzeptkünstlern als solcher als erster... Geoutet. Geoutet und geehrt worden gleichzeitig. Und ihr kennt alle seine Bilder auswendig. Im ganzen Vertrauen, der Mann, der unsere Videos zusammengestellt hatte, ist ein Stuttgarter Konzeptkünstler und der ist ein großer Marcel Duchamp-Fan. Und deshalb da haben wir es. Und da kommt die vierte Dimension her. Daher kommt ein Satz aus unserer Pressemeldung, in der drin steht, wenn unsere Schatten in der realen Welt zweidimensional sind, dann sind wir unsere Welt die Schatten der vierten Dimension. Das ist ein Zitat von Marcel Duchamp. Das müssten wir eigentlich jetzt so stehen lassen und eine Stunde schweigen zusammen. In Gold meißeln und in den Baden-Badener Hauptbahnhof hängen. Und jetzt Meditationsmusik. Warte mal, wollen wir mal dieses Ding hören mit den Zusammenschnitten, wo verschiedene Musiken sind und ihr sagt kurz was dazu, ein kurzer... ein kleines Ratschlag. So eine Blind Date. Wir machen so eine Art Uhrzeit. Hast du schon mal gehört, Blind Date? Ja, klar. Wir waren auch schon bei Blind Dates. Wir sind schon rumgekommen und haben unsere Kommentare schon zu allen möglichen Musiken auch dann abgelassen. Aber es macht immer wieder Spaß. Also sofort. Ja. Gut, stopp, danke. Sugar Hill Gang. Da gibt es eine ganz interessante Situation von Manfred Sechsauer und Thomas Gottschalk. Ja, richtig. Volle Kanne daneben. Ist der Boomtown Rats und Ecstasy. Und das ist unser Next, please. Die Technik, die uns ein Zeichen, dass sie mit Run-DMC, mit Aerosmith. Richtig, Aerosmith, der Mensch, der einen noch größeren Mund hat als Mick Jagger. Ja, wobei man diesen Walk This Way, diesen Run-DMC zugute halten muss, auch wenn sie recht einfache Figuren sind, wir mit ihnen ja schon getourt sind und sie große Ehre hatten, sie persönlich kennenzulernen, dass sie mit dieser Art Musik wie und Rhythmic Rap einiges Neues gebracht haben, neue Impulse in der Dings, aber heute sind sie nicht so gut. Ach du, ja.
MC Hammer. MC Hammer. Ich hab erst gedacht New Kids on the Block. Ja, richtig. Ja, oh. You got the right. Aber ähnliche Qualitätsgehalt bei diesen rappenden. Ja. Interessanterweise auf diesem Urlaub, in dem Thomas und ich waren in Kalifornien, hatte mir die erste MC Hammer-Platte schärfstens empfohlen. Mann, die ist ja echt klasse. Und die war auch damals, also war schon damals scheiße. Er war schon immer scheiße. Er ist nicht so wie wir, die erst richtig gut geworden sind. Am Schluss war er aber schon immer scheiße. Ja! Stop, 10 cm Schminke auf dem Gesicht. Ehrlich? Ja. Ich habe den noch nie gesehen. Wir waren schon zusammen. Lebt der? Ist das ein echter Mensch? Hat man mir gesagt. So. Warum macht er sich dann durch so viel Schminke kaputt? Das muss er, das ist Business. Ich hab erfahren, dass Hathaway uns nicht so mag. Ja, also, er tut uns immer schön ins Gesicht, aber ich habe gehört, dass er hinten rum... Ich finde ihn so groß. Jetzt kommt's raus, Hathaway. Hinten rum. Willst du hinauf? Ja, aber wohin? Vom Niveau der Platte, wo die anderen schon lange sind. Nein, ich auch nicht. Torch Advanced Chemistry erzählt über sein Leiden und Leben als Prophet der Hip-Hop-Szene, als Messias, genau. Als wiederauferstandener Hip-Hop-Jesus. Auf der Suche nach das Hip-Hop-Strahle. Sie zeigen richtig. Mit Fingern auf die anderen, aber suchen noch. Sie wollen sich nicht vergleichen, aber tun es doch. Und deshalb nächstes Lied. Oh, jetzt sind sie tot. Das ist geil, ey. Bodycount. Ah ja, alles klar. Das ist echt gut. Vor allem, es gibt in Hamburg irgend so eine Band, die das auf Deutsch übersetzt hat mit Leichenzähler. Oh, yes. Naja, ein bisschen mehr Innovation in diesem Leben, bitte. Der Anfang ist genauso. Das ist genau so. Leichenzähler. Hey, wer Leichenzähler. Bist du nicht? Halt's mal. Ja. Und dann kommt nicht... Was ist das? Wow! Renegades of Funk. Africa Mambaataa. Mhm. Aber da wärt ihr... Sehr wichtiger Band. Pate der Zulu Nation. Und der Mann hat der selber von sich zulieb, von Kraftwerk geklaut zu haben. Na, dieses Planet Rock ist aus Transeuropa Express von Kraftwerk. Also das sind wieder die Roots. Was ist denn Roots mit Roots? Da könnt ihr euch aber mit Torch und Advanced Chemistry wieder zusammentun, ne? Oder fällt das dann schwer? Ja, im Gegensatz zu Advanced Chemistry glauben wir, dass wir Hip-Hopper sind und kennen uns da genauso aus. Nur tragen wir es nicht in der Öffentlichkeit rum. Next. Ah ja, Art of Noise, würde ich das einmal sagen. Nein, wir sind so wahnsinnig. Kein Problem für uns hier. I am so hip. Aber das ist schön. Wir haben ja auch, muss ich sagen, auf unserer neuen Scheibe, jetzt auf der vierten Dimension, Liedes heißt... Siehst du, Markus, ich hab's gesagt. Sieh dich im Spiegel an. Und da habe ich auch schon den Vergleich zu Art of Noise gehört. Nicht von mir erschaffen jetzt, sondern ein anderer Mensch sagte das zu Andy Y. Wenn ich es gesagt hätte, verstehst du, dann wäre ich jeder gesagt, heute, genau. Aber nein. Sehr fertig. Wir haben das schon also früher dann auch entdeckt, diese Parallele. Ja gut, genug über Art of Noise. Nächstes Stück jetzt, bitte. Da waren ja auch die Fantastischen wieder dabei. Das war's schon. Das reicht ja eigentlich jetzt auch. Jetzt hören wir, das sage ich vorher, bevor wir es hören jetzt schon. Ja. Ganz normal von den Fantastischen Vier. Also das ist auch ein schönes Stück. Forthcoming Album, die vierte Dimension, ab 8. November im Handel. Ganz normal, jetzt bitte ab. Eigentlich müssten wir immer so Störgeräusche zwischenblenden, damit die Leute nicht mitschneiden können daheim. Störung. Dies ist eine Störung. Lass mal ab. Dies ist eine Störung. Denke ich, tick mich richtig und alle um mich gehen andere Wege als ich. Ich stehe in einer Menge Menschen und bin allein. Fühl mich frei und kann doch nicht frei sein. Da sehe ich mir die anderen an und denk, wo wollen sie hin, was ist das denn und was kommt dann und warum bin ich mittendrin umgeben von Menschen mit geschminkten Masken an. Verstecke zugemacht, damit sie niemand sehen kann. Die haben sich verloren, kommen nicht mehr an sich ran. Die warten auf Veränderungen und wären schon lange dran. Haben aufgegeben zu leben, weil es sie bedrückt und das scheint ganz normal. Und genau das macht mich verrückt. Dabei möchte ich doch nur ich selbst sein. Und ich weiß, ich stehe mit diesem Wunsch und würde nicht alleine. Viel zu viele bleiben auf der Strecke, lassen sich hängen, geben auf und lassen sich in eine Ecke drängen. Wir retten die Welt, sage ich und werd ausgelacht. Auch wenn das alle denken würden, hätten wir schon lange gemacht. Wir haben das Leben, unser Leben in der Hand und ich für meinen Teil find's ziemlich geil. Und dadurch wird dann plötzlich klar, was bisher noch so verschwommen. Und ich weiß, von diesem Trip möchte ich nicht mehr runterkommen. Und ich rate euch, macht mit, doch ihr habt immer die Wahl. Geht her, nennt mich verrückt und sagt mir, ihr wärt normal. Wer ist hier normal? Und wer ist zurück? Und das ist normal, nur weil alles tun. Ist das normal, nur weil alles tun? 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 Wie viele Menschen wissen, dass sie leben? Wie viele Menschen wissen, dass sie wirklich leben? Okay, dann lass nicht der sein, der dir Leben bringt. Bist du die
die Vorurteile weg, dann weiß ich, dass es mir gelingt. Ich bin der ohne Böses und Sinn. Sinn deshalb frag, steh ich in der Ecke auf einer Kiste und mein Wackel ist nackt. Mit Veränderungen, die verändern mich noch mehr zu mir. Ins Jahr zu mir, nur ist das dann vielleicht noch weiter weg von dir. Du willst zu mir sein wie die Fee und fragst, was kostet mich das? Die Antwort ist, es bringt dir jede Menge Spaß durch Emotionen, Vibrationen. Ne, verdammt, ich bin am Leben und das ist für mich Grund genug, jede Menge Gas zu geben. Was ich da spüre, ist Leben meiner Wahl. Fühlt sich abgefahren, andere ist für mich ganz normal. Nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Hey, ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Wir haben alles unter Kontrolle, Situation normal. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Ist es normal, nur weil alles tun, ist es normal, nur weil alles tun. Zu finden auf der neuen LP, CD, MC, MD, MD, whatever. Comic. Vierte Dimension von Obi. Den Fantastischen Vier. Drei davon sind im Studio SWF 3 Popshop. Verstreut. Und wir haben ein bisschen was Schönes vorbereitet für euch. Wir müssen uns sputen, ne? Ja. Okay, also das hier. Nö, eigentlich nicht. Wir haben gerade einen ganz coolen Trick gemacht. Guten Deal haben wir gemacht. Trick. Vierdimensionalen Zeitkrümmungsversuch. Ja, mach das mal hier mit der Uhr. Stell dich mal zurück. Nee, wir können sprechen. Sprechen doch. Seien wir ganz unbeeinflusst von der Zeit. Was ist die Zeit schon? Man muss sich Zeit nehmen. Viel zu viele Leute nehmen sich Zeit. Ja, ist gut. Hallo, ein Quiz. Ihr könnt diese schönen Tiere kriegen. Wir? Ehrlich, gerade wollte ich das Geräusch machen. Ja, mach. So, die könnt ihr kriegen, wenn ihr rausfindet, wer euch hier grüßt. Ab geht's. Okay, ab. Hier ist die Gruppe mit den drei Finnen und wenn ihr wisst, wer wir sind, dann werdet ihr gewinnen. Ja klar. Fritz Finne von den coolen Säulen. Richtig, die coolen Säulen. Diese Geschichte mit den drei Finnen. Ja. Erzähl. Die Auflösung ist, die coolen Säulen sind natürlich aus Köln. Ihr wisst, die drei Finnen sind es nicht, sondern Drive-In. Eine kleine Verwechslung, die hatten wir mal vor ein paar Jahren. Ja, langes Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann, ciao. Ja, wir sehen uns heute das Abend. Das ist ja voll klasse. Ja, wir wollten nämlich gemeinsam alle was essen gehen. Und dann sagen sie, ja, wir gehen in den Drive-In. Und wir dachten, der Drive-In ist bestimmt ein angesagtes Kölner Fisch-Restaurant. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann sind wir in den Drive-In gefahren und haben uns gewundert, warum wir im Fastfood sitzen. Und dann haben wir, ja, wir wollten noch in den Drive-In gehen. Und oh, richtig. Diese lustige Anekdote aus der. Einen haben wir noch. Warte, hört man den an. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Schau dir mal den an, wie der Rap kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der ich kleine Ich weiß, wer es ist. Wer ist es? Das ist Tachi von der frischen Familie. Die Fresh Family. Aber leicht erkältet. Leicht erkältet. Und er hört sich viel jünger. Das ist Tachi von Arnold. Und, habt ihr das erkannt? Ist genau, ich bin Tiggy. Tiggy, schöne Grüße. Natürlich. Bis später, ciao. Ist verspielt. Tut mir leid, aber ich glaube, es ist echt ein Tachi-Reim gewesen, den der Dings hier gebracht hat. Aber hier geht es ja auch von der Verschwörung. Aber hier dann kriegst du ein Ohr von diesem Elch. Ich glaube auch so ein halbes Elch. Ist schon in Ordnung. Echt? Ist in Ordnung. Wow. Lass stecken. Obwohl ich es fast verpasst habe. Nee, das war in Ordnung. Weil du vorhin das mit Art of Noise gesagt hast, hast siehste? Du diese. Oh. Ja, so. Ich wusste, Jungs. Gibt's noch einen? Ja, einen noch. Nee? Nee, das war's schon. Nee, wir haben einen von euch noch einen machen. Die sollten uns eigentlich, alle zurückrufen, die heute Abend in Köln spielen. Und wie gesagt, Thomas und Smudo fahren gleich noch hin. Wo gehst du hin, Michael? Ich gehe nach Hause. Andi sitzt zu Hause und bereitet die Tour vor. Mhm. Alleine. Ihr seid ja Kollegen, sag mal. Ja, also wenn wir alle an der Tour arbeiten würden, wird sicherlich die Tour früher fertig. Vielleicht doppelt so gut, aber keiner wird kommen, weil wir keine Werbung dafür gemacht haben. Also jetzt sind wir hier, Andi dort und ihr könnt uns alle zusammen sehen. Dann am 29. November in Israel am 30. Ja, doch, ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde ganz gerne nochmal die Tour da lesen. Lass mir den Zettel einfach hier und ich lese es auf Bedarf. Ja, Gerd ist auch ein nettes Angebot von der Anke. Siehst du, so machen. Danke, Anke. Gerd ist der Mann von unserer Touragentur und der freut sich sicher, wenn ich es nochmal vorlese. Ja, Gerd, extra für dich. 212. Düsseldorf in der Philippshalle. Am 3.12. Siegen, Siegerlandhalle. Am 4.12. Dortmund-Westfalenhalle. Dieser Thomas Heck ist nichts dagegen. 9.12. Ulm-Donau-Halle. 10.12. Karlsruhe-Schwarzwaldhalle. 11.12. Freiburg-Stadthalle. Geburtstag am 11.12. Dann bringt ihr alle am 11.12. sehr viele Stofftiere mit für die Autos. Am 15.12. Trier-Europa-Halle. Am 16.12.
in Köln im Ewerk am 18. Schöpfel, Kassel-Melle-Halle. Das hast du beim ersten Mal nicht rausgekriegt. Klappt auch nicht mehr, Alter. Und 13.12. Stuttgart, wo? In der Schleierhalle. Tschüss. Gut, und jetzt, wenn wir doch heute Abend so schön spielen in Köln, in Chorweiler, als die Deutsche Reimachse, der Zusammenschluss von 5 super tollen Hip-Hop-Bands in deutschen Texten, wo auch wir dabei sind, wo aber wir sind nicht besser oder schlechter als die anderen, wir sind alle gleich. Yeah. Spielen wir heute Abend, damit also alle sich darauf freuen können, auch die Kölner noch ein bisschen mehr Verkehrsstau machen können, spielen wir jetzt 100% positiv von der Deutschen Reimachse. Ab dafür. Und wir sagen tschüss. Na, los, da. Es geht los, Leute. Verlasst euch drauf. Entweder fahren wir alle zur Hölle oder morgen spricht die ganze Welt von uns. Positiv, das ist das Ding, das ich bring, zu dem ich spring, das ich sprech, weil ich nicht sing. Positiv, das Ding, das ich dreh und wend. Mal so, mit dem ich handel und wandel auf dieser Welt als Testimonio. Und das ist, was ich sage. Hey, ich wage die Frage, hattest du schon Inventur? Was? Dieser Tage, schau in dich hinein und prüf, ob alles noch richtig steht. Du wirst sehen, dass es dir besser mit Positivität geht. Und will ich nicht, wenn in dir ein Vorurteil wächst, weil du meinen Text in deine Schublade steckst. In deinem Kopf viel zu viele Grenzen aufbaust. Doch wenn du dir vertraust und diese Grenzen umhaust, hättest du nur dich beraten, wärst in Konflikt geraten, gäbe es keine bösen Taten, keiner hätte Hip-Hop verraten, nur zur Prophylaxe, denke konstruktiv, denn die deutsche Reimachse handelt positiv. Positiv, positiv, ganz genau, Mann. Positiv, positiv, die Reimachse handelt positiv.